ist noch eins. Gaskagi, Mutter sie, gute Jägerin. Da ist ihr Vater und Tiere, die sie gejagt hat. Und das letzte Bild. Wieder ihr Vater. Sie beide im Schnee. Friss uns nicht. Junge, mach dich bereit. Hau! Gern geschehen!
Atreus, komm her. Gut, ich komme. Ich brauche mehr Zeit!
Hier gibt es wirklich viele Blaugard. Was ist das? Noch nicht. Unsere Gegner sind stark. Was hat gesessen? Ich wollte es alleine hinkriegen.
So leicht fallen Götter nicht, Junge. Ich weiß, das war nur ein Witz. Noch macht man Witze über sie. Tut mir leid. Vater, warum machen die Götter uns so viele Probleme? Weil das ihre Natur ist. Aber mit so viel Macht sollte man doch meinen, dass wenigstens ein paar versuchen, das Leben besser zu machen. Und trotzdem verbreiten die Götter nur Elend. Das ist das Leben, Junge. Gerne, hab geöffnet. Sag's nur, Kleiner. Jetzt hast du Durchschlagskraft. Hast du noch was anderes im Sinn? Nee, solange es hilft, stimmt's? Soll ich was basteln? Also, wegen dieser anderen Sache. Seid besonders vorsichtig da draußen, ihr zwei. Die Straßen bringen in letzter Zeit mehr als ihr übliches Kontingent an toten Arschlöchern hervor. Schon gemerkt. Woher kommen die? Vielleicht war in Hel kein Zimmer mehr frei. Oder vielleicht bettelt Odi mal wieder Ärger an. Vielleicht haben sie sich auch einfach verirrt. Warum fragst du nicht einen, während er dir dein Gesicht abnagt? Vielleicht da. Thank you.
das sieht aus wie ein Wasserrad. Oder eher ein Unterwasserrad. Hast du gerade gelacht? Nein. Ganz sicher? Ja, ich lache nicht. Das weiß ich doch. Ihr da! Die Statue steht nicht mehr, Geist. Dann bin ich nicht mehr an diese Welt gebunden und kann den wahren Gott des Donners suchen. Er wird Rache erfahren. Ich danke euch vielmals. Und weg ist er. Tapferer Kerl, Thor ganz alleine zu suchen. Er ist ein Narr. Was hat er hinterlassen? Ein Opfer für einen der Götter. Brauchen wir das? Nein, aber die Zwerge vielleicht. Drop!